Die Bildtafel der Verkehrszeichen in der Bundesrepublik Deutschland von 1956 bis 1971 zeigt die Verkehrszeichen in der Bundesrepublik Deutschland, wie sie durch die Straßenverkehrsordnung in der Fassung vom 29. März 1956 beschlossen worden sind. In der Regel wurden die Zeichen aus Stahlblech oder Leichtmetallblech hergestellt. Kunststoff blieb ein wesentlich geringer genutzter Untergrund. Schilder aus Holz waren 1964 kaum noch in Gebrauch. Im Jahr 1964 waren über 95% aller Schilder an Metallrohrstangen, Holzpfosten oder an Rohrrahmen befestigt. Die Straßenverkehrsordnung von 1956 war zwar nicht als Neufassung der seit 1937 gültigen Ordnung ausgelegt, doch wurden hier erstmals viele Zeichen überarbeitet und etliche neue eingeführt. Neu war auch der schmale weiße Rand, den nun alle Zeichen erhielten. Diese beliebte Bildkombination von 1956 Verkehrsverbot für Kraftwagen und Krafträder, die keine eigene Nummer besaß, ist mit dem gleichzeitig entstandenen Zusatzschild Anliegerverkehr frei noch heute im Straßenverkehr zu finden. Lokal angeordnete Zeichenkombinationen, die in dieser Form nicht in der Straßenverkehrsordnung enthalten waren,